Hallöchen, ich zeige mal, wie ich so einen Reißverschluss erstellt habe und auch mit diesem Zipper. Hier sind auch die Maße, die ich für die einzelnen Teile habe. Also das, die roten Teile ist eben für den Zipper und hier die Teile, das ist eben hier das Teil. Da zeige ich jetzt auch mal, wie ich sowas gemacht habe. Die Maße hiervon gebe ich noch mit unten in der Beschreibung ein. Dann zeige ich jetzt erstmal, wie ich hier das Teil hier mache, weil ich muss ja auch schauen, wenn ich das hier andersrum drehe, dass das Teil hier auch zwischenpasst. Also nehme ich erstmal hier das kleine Teil, das hier mal rein an dem Viereck, schiebe das mit nach oben und zentriert. Jetzt nehme ich den Kreis. Mit gehaltener Großschreibtaste markiere ich den Kreis und hier das kleine Viereck und mache das nach unten bündig, so damit das jetzt genau in dieser Reihe ist, in dieser Höhe ist. Und das mache ich jetzt auch zentriert, dass das mittig ist und dann verschweiße ich das. Jetzt nehme ich die Ovale. Das hier und guck, dass das hier unten die Mitte, dass das erstmal genau hier mittig ist. Schieb das dann runter, so dass das hier sich berührt. Die andere Seite ebenfalls. Das muss auch wieder hier mittig. Und dann kann ich das beide markieren. Und nach oben bündig machen, so dass es jetzt markiert ist. Jetzt markiere ich hier beide und erstelle einen verknüpften Pfad. Ich muss gucken, dass die im Vordergrund sind. Wenn ich die einfärbe, sehe ich das. Ja, sind im Vordergrund. Hier ist ein klein bisschen Luft. Das ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt markiere ich alles. Gehe hier auf Subtrahieren, dass das hier subtrahiert wird. Jetzt, wo das jetzt hier war, ist jetzt Punkt löschen, dass das ein bisschen gerade ist. Das war zu falsch. So kann ich hier noch was löschen. Das muss nicht sein, kann man auch so lassen. Jetzt gehe ich hin, das jetzt erstmal duplizieren. Mach das nach unten bündig. Jetzt tue ich noch eins duplizieren und vertikal wenden. Jetzt kann ich sehen, passt das genau hier zwischen. Ich könnte jetzt hier auch noch ein kleines bisschen mehr Luft zwischen machen. Und die Teile jetzt eben erstmal zentriert machen, dass das eben hier, dass der Abstand jetzt gleich ist, dass man sieht. Somit wäre das Teil jetzt erstmal fertig. Das ist also jetzt der Abstand, den man braucht. Jetzt zeige ich aber auch, wie man den Zipper macht. Erstmal nehme ich die Farbe erstmal raus. So, das nochmal zurück. Um hier das Teil hier zu machen, gehe ich hier und hier und gebe das dann eben hier so ein. Eben genau mit den Maßen, die ich auch hierfür angebe. Na, das brauche ich dann. Das mache ich jetzt erstmal auf Löschen. Das Teil gibt jetzt hier das längliche Teil. Jetzt gehe ich hin, wenn ich das hier jetzt so eingemacht habe, dass hier oben eine Rundung ist, zum Pfad konvertieren. Jetzt gehe ich das an und schiebe das hier rüber. Und das ebenfalls, dass es ein bisschen schräg ist. Der Punkt kann gelöscht werden. Und der Punkt kann auch gelöscht werden. Aber hier machen wir eine
Kurve. Somit wäre das Teil jetzt erstmal fertig. Um das ein bisschen runder zu bekommen, könnte ich jetzt hingehen und mit diesem Kreis, muss ich gucken, dass ich dann ein bisschen noch tiefer ziehe, dass das hier bündig ist. Ich mache den noch etwas näher. Ich mache den Kreis mal in einer anderen Linienfarbe. So, damit der etwas hier nach oben rausschaut. Und hier an den Seiten rausschaut. Aber dass das eben ein bisschen hier sich berührt. Und dann natürlich auch wieder zentriert machen und kann man dann verschweißen. Das braucht man nicht. Man kann das auch so machen, weil das ist ja jetzt hier auch wieder ein bisschen Punkt löschen. Kann man auch hier so machen. Und eben ein bisschen, dass das eben rund ist. Jetzt gehe ich hin. Hier das längliche, das ist auch so ein Oval, was ich gemacht habe, also ein Kreis, und den habe ich dann länglich gezogen. Da gebe ich dann auch mal die Maße ein. Das wird dann hier unten so ziemlich zentriert gemacht und das hier oben. Jetzt mache ich das auch mal ein bisschen zentriert und erstelle hier einen verknüpften Pfad. Das mache ich mal ein klein bisschen tiefer. Ich erstelle jetzt einen verknüpften Pfad. Das ist das jetzt. Das Teil ist auch, was ich jetzt hier mitgemacht habe, mit einer abgerundeten Ecke. Ist ja so schmal. Und dann eben auch so in der Größe. Dann kann ich jetzt auch Pfad konvertieren. Damit, jetzt kann man das nicht mehr verstellen. Und jetzt brauche ich ja hier das Teil hier. Jetzt muss ich das hier auch zum, ist auch wieder so ein abgerundetes Eck, zum Pfad konvertieren. Jetzt mache ich hier die unteren zwei Punkt löschen. Und ein kleines bisschen. So, das wäre dann auch fertig. Kann natürlich auch gucken, ob ich hier noch eine Abrundung kriege. Das muss man mal aus Kurve erstellen. Dann müsste das hier auch eine Kurve erstellen, damit das eben so ist. Jetzt kann ich das ein kleines bisschen schmäler noch ziehen. So, jetzt gehe ich hin. Ich färbe die jetzt, die drei Teile, die färbe ich jetzt erstmal ein. Jetzt mache ich das mal inner. Das dann so, dass das hier unten nicht durchkommt. Und das Teil dann in den Vordergrund, dass das dann hier ist. Jetzt gehe ich aber noch hin und schiebe das noch etwas schräg. So, aber wie bekomme ich das jetzt hin, dass ich das auch farblich mache? Jetzt gruppiere ich erstmal alles und färbe das Weiß ein. Die Linienfarbe mache ich jetzt auf Schwarz. Und ich erhöhe jetzt ein bisschen die Liniendicke. Je nachdem, wie dick man nachher das haben möchte. Und das zeichne ich jetzt nach. Jetzt hier noch ein bisschen rüber und nachzeichnen. So, ich habe das ja jetzt nachgezeichnet. Ich färbe das jetzt mal ein. Jetzt sieht das auch aus so wie hier. Aber hier, das hier ist ja, die Gruppierung aufheben, ist ja eben alles noch, was ich eben vorher so hatte. Ne? Das brauche ich jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt gehe ich hier hin und löse den verknüpften Pfad. Verknüpften Pfad lösen. Jetzt gehe ich aber auch hin. Das kann ich erstmal auf Seite tun. Das kann ich erstmal auf Seite tun. Aber das Teil mit dem äußeren Teil verknüpften Pfad erstellen. Und hier das innere kleinere Teil.
auch einen verknüpften Pfad erstellen. Und jetzt das größere Teil erstelle ich hier mit einem verknüpften Pfad. Jetzt mache ich hier auch Farbe draus. Das mache ich dann in farblichen. Das mache ich in schwarz. Einfach zum Zeigen mache ich hier mehrere Farben. So, jetzt gehe ich hier hin. Das kommt jetzt in den Hintergrund. Was ist dann hier? Deswegen, wenn ich hier mehr schwarze Linien sehen möchte, tue ich das, bevor, wenn, mache ich hier die Linien dicker, die Linienfarbe. Oder kleiner, je nachdem, wie ich das am besten haben möchte. Und dann hier. Hier ist jetzt natürlich auch, kann man auch noch ein klein bisschen bearbeiten, hier wo die Ecke hier nicht richtig ist. Ich sage, das muss man dann gucken. Und das kommt ja jetzt dann hier hin. Somit wäre der Zipper auch fertig und gruppieren. Das kann man dann natürlich auch, wenn man das hier in Grau einfärbt, gruppieren und wieder mittig und auch wieder gruppieren. Das ist also jetzt hier so der Zipper. Somit hätte ich die Teile jetzt erst schon mal fertig. Ich zeige aber jetzt mal, wie ich den Zipper selber, wie ich den Reißverschluss auch mache. Dafür ziehe ich jetzt erstmal, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt hier ein Hemd habe und ich möchte das bis oben und oben ein kleines bisschen schräg, ich brauche dann erstmal eine gerade Linie. So. Ich brauche dann erstmal eine gerade Linie mit gehaltener Großschreibtaste, ist die Linie gerade. Und jetzt kann ich dann, wie ich das möchte, hier so. So möchte ich das jetzt haben. Ich habe das jetzt nur so als Beispiel. Wir knüpfen Pfad erstellen und ich verbinde hier die Linie. Macht das ein kleines bisschen gerader. Ist jetzt je nachdem, wie man das hier haben möchte. Diese Linie, ich sage, muss aber sein. Aber das, der Rest kann sein, wie man das möchte. Jetzt gehe ich aber auch hin. Das muss natürlich auch dann so einiges kleiner sein. Ich tue jetzt erstmal Gruppierung aufheben. Ich habe das jetzt als Muster jetzt erstmal groß gemacht. Jetzt kann man das in der Größe machen, wie man das möchte. Das brauche ich auch nicht mehr. Jetzt gehe ich hin. Und du das erstmal um 90 Grad drehen. Dass das hier so schräg ist. Das soll ja jetzt hier auch so, dass das alles gleich in der Länge ist. Jetzt gehe ich nämlich hier hin und mache hiervon ein Offset. Je nachdem, wie breit ich diese Linie haben möchte, also das, was jetzt hier grün ist, mache ich ein bisschen breiter. So, das Innenteil lasse ich im Moment noch drin. Das brauche ich später nicht mehr, das kommt später weg. Aber erstmal gruppiere ich das, weil jetzt fange ich dann nämlich an, damit ich immer den gleichen Abstand habe. So, dass ich hier praktisch genommen hier bündig bin. Hier unten die Linie wird später gerade gemacht. Und jetzt gehe ich einfach nach oben duplizieren. Mache ich ein paar Mal nach oben duplizieren. Das war jetzt hier eins zu viel. Es geht sich jetzt nur erstmal um die gerade Linie. Jetzt brauche ich natürlich überall etwas Abstand. Markiere ich alle und gehe wieder hier hin, damit der Abstand überall gleich ist. Hier gehe ich jetzt erstmal vertikal, horizontal wenden und schau mal, ob der Abstand weit genug ist.
Oder ob der Abstand noch etwas mehr. Die könnte noch ein kleines bisschen mehr. Dann gehe ich nämlich noch hin und tue das noch etwas nach oben. Es ist nur, dass die hier etwas mehr Abstand noch haben. Ja, wieder. Ups, der war jetzt nicht. So, der passt jetzt wieder besser dazwischen. Jetzt gehe ich hin, nehme dieses und drehe das jetzt etwas. Lasse hier ein kleines bisschen Abstand und wieder duplizieren. Ist natürlich, ich habe das jetzt hier etwas eng gemacht, die Linie, aber ist auch nicht weiter schlimm. So, auch wieder ein bisschen Abstand halten. So, das hat immer hier so die Enden hier sind. Und wieder duplizieren. Das ist natürlich jetzt hier die Kurve etwas sehr stark. Das ist natürlich jetzt nicht mehr richtig, weil ich die zu sehr die Ecke gemacht habe. Es müsste dann so etwas mehr rüber. Aber zum Zeigen habe ich das jetzt erstmal so gemacht. So. Also ich kann das jetzt hier weiter so laufen lassen, wie ich das möchte. Und wie gesagt, die Teile könnte man auch noch ein bisschen kleiner machen. Der liegt jetzt bei 2,6. Je nachdem, wie groß man das haben möchte, die Teile hier, die sind jetzt Gruppierung aufheben. Nochmal Gruppierung aufheben. Die sind jetzt bei 0,755 in der Höhe. So habe ich die jetzt gezogen. Na, dass die dann eben so sind. Jetzt gruppiere ich die. Das Teil tue ich jetzt duplizieren und horizontal wenden. Duplizieren und auch horizontal wenden. Die tue ich dann jetzt aber hier hin. So, das hat eben hier wieder gut passt, weil ich den Abstand hier habe. Hier kann ich jetzt das mittlere Teil, Gruppierung aufheben. Kann ich das hier jetzt wegtun. Das gleiche ist er jetzt hier. Das mache ich aber die gleiche Höhe. Also ab nach unten damit. Unten bündig, sodass sie gleich hoch sind. Hier werde ich dann später, wenn ich alles fertig habe, das gerade schneiden. Dann habe ich nämlich unten nur einen halben Zipper. Oder ich lasse den Zipper weg und fange dann hier an. So ist das jetzt hier. Aber hier muss ich jetzt gucken, Gruppierung aufheben. Gruppierung aufheben. Den muss ich natürlich jetzt auch wieder etwas drehen, weil die ja etwas anders hoch gemacht worden sind. So, das war ja jetzt hier, dass das hier bündig ist. Hier an der Ecke. Das hier ebenfalls. Je kleiner man die macht, umso besser kann man die dann auch rüber machen. Duplizieren wieder.
Und hier auch wieder. Könnte ich jetzt auch wieder hier mehr machen, aber wie gesagt, da das ja eben hier, ich das falsch gemacht habe, Gruppierung aufheben und das dann auch weg. Jetzt gehe ich hin und schneide das jetzt ab. Ich habe das ja jetzt hier auch festgestellt, damit die Linie geschlossen ist. Wenn ich aber jetzt, da ich die Designer Edition habe, habe ich aber jetzt keine Designer Edition und würde das jetzt schneiden wollen, die Designer Edition habe, dann wären die Linien offen. Aber, kleiner Trick, Moment, ich färbe das einfach ein. Und jetzt kann ich das auch eben schneiden. Dann bleibt die Linie auch geschlossen. Also je nachdem, was ich hier habe. Wenn das jetzt ist ja jetzt hier eckig, was ich dann noch machen könnte. Ich gehe jetzt hin, ich mache einen Kreis. Guckt, dass der Kreis, dass ich da so ziemlich mittig bin. Ein kleines bisschen größer, so, und das dann verschweißen. So, das ist jetzt abgerundet. Hier ist das ja zu lang, aber das hier ist ja beides bündig. Das könnte ich jetzt auch weglassen, weil ich nehme später das hier und kann das dann auch hier kopieren, wenn ich eine Seite fertig habe. Und auch wieder mit gehaltener Großschreibtaste, aber diesen nicht berühren. Ein klein bisschen Luft lassen. Und hier so. Habe ich aber auch wieder nicht auf festgestellt. Also entweder ich färbe das dann wieder ein oder ich stelle das hier auf fest. Und mit gehaltener Großschreibtaste bleibt die Linie gerade. Das kann jetzt weg. Hier kann ich natürlich auch wieder eine Runde machen. Mache ich hier auch wieder. Dass ich eben diese Breite wieder habe. Und wieder verschweißen. Dass das hier auch ist. Das könnte ich jetzt wegtun. Hier tue ich eben mal was einfärben. Duplizieren. Horizontal wenden und hier ab in den Hintergrund, sodass er dann auch wieder hier so zentriert ist. Also ab nach unten wieder, dass er wieder nach unten bündig ist. Das auch in den Hintergrund. Und jetzt kopieren. Studie jetzt auch wieder einfärben. Hier die auch. Kopieren. Nur zum Zeigen tue ich die einfärben. Sollten mir die ein kleines bisschen zu wenig Luft haben, gehe ich jetzt noch hin. Ich tue die jetzt mal duplizieren. Mache jetzt hier ein kleines inneres Offset von. Offset innen. Kein großes, aber ein kleines. Und wieder gruppieren. Jetzt kann ich die wegtun. Die färbe ich wieder ein. Und macht die hier dran. Muss dann natürlich das ein kleines bisschen noch hier rüber tun, da die ein kleines bisschen schmäler geworden sind. So könnte ich das auch machen. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen groß aus, aber wenn ich jetzt kleiner machen würde, kann man ja sehen, wie groß der Unterschied ist, dass ich dann eben mehr hiervon habe. Ja. Hier habe ich dann auch
So und so habe ich halt jetzt hier auch dann abgeschnitten. Könnte ich jetzt hier noch abschneiden. Ist auch je nachdem, wie man das machen möchte. Was ich aber jetzt noch machen könnte, das ist ja jetzt eben mein Zipper. Hier so weit wie das gerade ist, auch in den Vordergrund. Der wird natürlich noch etwas größer gezogen. Das sieht ja jetzt sehr groß aus, aber weil das ja hier nur wenige Dinger sind. Aber so würde das dann aussehen, wenn ich das jetzt machen würde. Was ich dann noch machen könnte, nur als kleiner Tipp, ich ziehe ein kleines Viereck von hier bis hier und färbe das jetzt zum Beispiel ein. Kommt ja immer darauf an, wofür ich das brauche. Ab in den Hintergrund. So hat man dann noch ein klein bisschen andere Farbe dafür. Kann ich aber auch noch größer machen. Zum Beispiel als Beispiel, wenn ich da jetzt ein anderes Teil habe, was ich haben möchte. Es gibt auch so viele Sachen. Also wie gesagt, ich habe das ja jetzt hier gemacht. Ich zeige noch ein anderes Foto. Ist nur noch, um zu zeigen, was ich hier noch gemacht habe. Ich hatte hier ein Foto hinten drauf. Ist meine Miezekatze. Dann in einfach so ein T-Shirt eins drauf und da der Reißverschluss dann noch drauf. Das hier ist ohne Kopf. Ist nur mal, um zu zeigen, wie ich sowas, was ich da draus, was man da draus machen kann. Vielleicht gefällt das.